بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir haben das letzte Mal über Latif geredet, den Namen von Allah Latif, und er wird mit Al-Khabir verbunden. Wir haben das schon erklärt, diese Verbindung zwischen Al-Khabir und Al-Latif, Latif Al-Khabir. Heute reden wir über Al-Khabir selbst, der Name Al-Khabir. Al-Khabir wurde in Al-Quran 40 Mal erwähnt, Al-Khabir. Wir haben erklärt, was Al-Khabir ist. Allah subhanahu wa ta'ala, der weiß das Innere, das Heimliche, die Geheimnisse, das Sichtbare und Unsichtbare, das, was kommt. Ja, also, weil Allah weiß alles in, auf eine Art Feinheit. Al-Khabir ist der Name Al-Khabir ist Al-Alim, aber auf eine andere Art. Khabir, Allah erwähnt Al-Khabir, um zu zeigen, dass er weiß das Innere, was in unser Herzen ist und was die geheimnisvollen Sachen der Nacht, über alles, über die Tiere, über die Pflanzen, über die Planeten, über Al-Jinn, über alles. Allah weiß alles. Und Al-Khabir wurde 40 Mal erwähnt in Al-Quran. Und er wurde verbunden mit drei Namen. Hakim al-Khabir mit al-Hikma, Surat al-An'am. Wa huwa al-Qahiru fawqa ibadihi, wa huwa al-Hakim al-Khabir. Und in Surat al-An'am auch, Allah subhanahu wa ta'ala hat mit al-Latif, das haben wir schon gesehen. Und in Surat al-Tahrim, نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. سورة التحريم. Und es geht immer hier um die Sachen, die der Mensch nicht fassen kann, nicht begreifen kann. Auch das Innere von Menschen. Also wenn er jetzt Al-Quran liest, merkt er das, soll das jetzt, seid aufmerksam auf den Namen Al-Khabir. Heute, wir werden ein Studie machen über Al-Khabir. Al-Khabir kommt manchmal mit Allahu bima ta'amaluna khabir. Allahu bima ta'amaluna khabir. Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, und Allah ist kundig dessen, was er tut. Und es kommt auch, Wallahu khabirun bima ta'amalun. Also Allah ist kundig dessen, was er tut. Und auch Khabir wird das erste erwähnt. Also Wallahu khabirun bima ta'amalun, Wallahu bima ta'amalun khabir. Das findet ihr oft in der Koran. Warum gibt es diese
Unterschiede zwischen den beiden? Warum kommt der Khabir vor der Tat und warum kommt manchmal die Tat vor Khabir? Wenn wir das untersuchen, wir finden in 8 Stellen von dem Koran, in Surat al-Baqarah, Allah redet über die Taten des Menschen. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 14 10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف غير إباين أوتاه. Also wenn die Frau jetzt wenn man die Frau scheidet, redet über das Thema jetzt und danach sagt والله بما تعملون خبير. Das ist die Tat von Mensch, das ist العدة und so, das ist die Tat von Mensch. Also wenn der Fokus auf die Tat ist, dann kommt die Tat vor Al-Khabir. Und auch in Surat Al-Baqarah 271, Allah redet über Sadaqat. Also wenn er Sadaqat sichtbar macht, wenn ihr immer hier ist gut. Wenn er das heimlich macht, tut er Al-Fuqara, gut für euch. Und er vergibt eure Sünden. Wallahu bima ta'maluna khabir. Also hier die Tat, es geht um die Tat. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist kundig, er weiß über eure Taten, auch eure Absichten. Auch in Surat Luqman geht auch über die Taten. Surat Taghabun, fa'aminu billahi wa rasulihi, geht über Iman. Und nuri alladhi anzalna, wallahu bima ta'amaluna khabir. Al-amal kommt vor. خبير فهو النام في الله سبحانه وتعالى سورة المجادلة ودى المجادلة كتبة دي تاتن دي سمنشن also wenn man dir sagt in der Moschee gib Platz nimm Platz gib Platz für anderen mach das والله بما تعملون خبير in سورة الحديد geht über الانفاق über Almosen نفقة وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله also Allah geht über die Tat von den Diener. In Surat Ali Imran auch. Redet über wie die Menschen geistig sind. Über die Tat des Menschen. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Also merkt ihr das. Seid aufmerksam. Das ist Tadabbur. Tadabbur und Tafakkur in Al-Quran. Das ist die beste Ibadah, die es gibt. Und es ist besser alles das Schnelllesen von Al-Quran. Aber wenn wir jetzt anderen Ayat sehen, wo Al-Khabir, bevor Al-Amal kommt, du siehst, dass Allah redet über sich selbst. Al-Munafiqun 11. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah wird nicht verzögern, wenn ein Zeit des Todes kommt. Allah verzögert das nicht. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Wenn um Allahs Tat ist, wenn Allah redet über sich selbst, dann kommt der Khabir vor der Tat. Und wenn es um inneren Taten geht, dann Allah erwähnt der Khabir bevor der Tat, wie zum Beispiel in Surat Al-Mujadila 13. Scheut er davor, schon vor eurem vertraulichen Gespräch Almosen zu geben, bis Ende, dann Allah sagt, und Allah ist kundig dessen, was er tut. Also Allah erwähnt seinen Namen Al-Khabir, weil es geht um Tat des Herzens. Das ist Al-Khabir. Der Name Al-Khabir ruft uns, Name Al-Khabir ruft uns zum Nachdenken. Weil um die Feinheit des Wissens zu erreichen und um die Bedeutungen zu begreifen, um die Welt zu verstehen, um Al-Shara zu verstehen, um einen Teil von Al-Qadr zu verstehen, um deine Seele zu verstehen, um viele Dinge, die passieren in der Welt zu verstehen, da muss man nachdenken. Die Zeit des Menschen, wir haben gesagt, dass Al-Khibra, das ist die Erfahrung, und das ist die tiefe Nachdenken, wenn es um Mensch geht. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Khabir. Er weiß alles, was innen, das Innere. Der Mensch ist oberflächlich. Die wenigen Menschen, die denken nach.
سال دو فينس فيل صحابة فيل تابعين فيل تابع التابعين فيل بايشبيل و دو فينس داس فيل فون انين دي زيتسن اوفت ان اين اكا شافعي زوم بايشبيل امام الشافعي شليف باي امام احمد زين شولا و ايفا ان غاست باي امام احمد امام احمد شتان دي ناخت هات داس واسا في امام الشافعي فوربيغايتت داس الوضوء نمت Und der Imam Ahmed hat Wudu gemacht und gebetet. Also Nachtgebet. Und die sind zur Moschee gegangen, dann Imam Shafi'i ist weggegangen. Dann die Tochter von Imam Ahmed, sie fragte ihn. Ist das Imam Shafi'i? Also warum hat er nicht Wudu genommen und mit dir gebetet und Nachtgebet? Der sagte zu ihr, Imam Shafi'i, der denkt nach. Er sitzt und denkt nach über vielen Sachen von dem Ilm. Imam al-Bukhari auch, er stand mehr als 18 Mal in der Nacht. Er hat viele Nutzen geschrieben. Er macht sein Misbah an und dann er schreibt die Nutzen. Er überlegt. Überlegungen, der überlegt, denkt nach. Über den Ilm, über das Wissen. Das ist die beste Stellung des Wissens, das Nachdenken. Deshalb, man soll immer auf das Innere schauen. Das Innere schauen, nicht immer oberflächlich sein. In jeder Richtung, in jeder Hinsicht im Leben. Man muss immer das Innere schauen, immer. Auch besonders, wenn wir jetzt über Ilm reden, man muss immer diese Tiefe des Wissens erreichen. Immer, auch jetzt in unserem Thema, du liest Al-Quran, warum? Ich frage dich, warum kommt das Wissen vor Al-Khabir? Warum kommt Al-Khabir vor dem Wissen? Was bedeutet das? Das ist At-Tadabbur, heißt At-Tadabbur. Allah subhanahu wa ta'ala heißt auch As-Salam. As-Salam. As-Salam wurde einmal im Koran erwähnt. As-Salam wurde einmal im Koran als Namen von Allah erwähnt. Surat Al-Hashr. السلام القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سورة الحشر أين مال und das Wort Salam wurde oft im Koran erwähnt. سلام سلام قولا من رب العالمين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فاصفح عنهم وقل سلام. فيل وورد ان القران افينت. السلام stammt von السلام. السلام das die Sicherheit, die Rettung und die frei sein von. Ja? Du sagst salimtu min fulan. Salimtu min fulan. Also ich wurde gerettet von fulan. Ja, wurde gerettet. Das heißt, eine Art Sicherheit, Frieden. Und Salam in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ist As-Salam in sein Wesen, As-Salam in seine Tat. Das werde ich euch erklären. Das kommt in Al-Aqida, diese Sifat al-Dhatiyya, Sifat al-Fi'liyya. Es gibt die Taten, die beziehen sich auf Tat. Und es gibt Eigenschaften, die beziehen sich auf dem Wesen. Ja? Es gibt Eigenschaften, die wurden, wie zu Al-Karim zum Beispiel. Diese Eigenschaft ist dhati, gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist Karim, bevor er die Menschen erschaffen hat. Und als er die Menschen erschaffen hat, er hat ihnen gegeben, fi'l ist das Tat von ihm. Also As-Salam, Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Wesen ist Salam und seine Tat. Allah subhanahu wa ta'ala, er
is vrij, bedeutet, was bedeutet Salam? Salam, Allah is vrij von Mängel und Fehler. Das ist die Bedeutung von Al-Quddus, das ist die Bedeutung von Al-Ahad, das ist die Bedeutung von Tasbih, Subhanallah. Allah ist frei von Mängel und Fehler, Salam. Und auch Allah gibt es Salam zu seinen Diener. Allah gibt es Salam zu seinen Diener. Und Allah ergibt Al-Khair zu seinen Diener. Und dieser Khair, was Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen Diener gibt, ist frei von allen Arten, von allen Arten Fehler. Du siehst, Allah gibt dir ein Kind, ein Mensch. Allah gibt dir Rizq. Allah gibt dir das Leben. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala gibt, ist nicht wie, nicht was der Mensch gibt. Also was Allah subhanahu wa ta'ala gibt, ist besonders. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir ein Kind. Kann ein Mensch dir ein Kind geben? Der Mensch ist nur ein Sebab. Kann niemand es geben. Auch deine Versorgung, das Essen, was du isst, alles, was du isst, es kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Iman, kann dir jemand Al-Iman geben? Kann jemand ihm Al-Iman erzählen? Aber Al-Iman gibt Allah subhanahu wa ta'ala, die Rechtleitung gibt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gibt dir Gesundheit. Allah gibt dir die Gesundheit. Der Arzt gibt keine Gesundheit. Der Arzt untersucht die Eigenschaften der Gesundheit. Warum ist die Gesundheit weg? Was fehlt noch? Was fehlt in deinem Körper? Allah subhanahu wa ta'ala, er gibt dir Verständnis, du verstehst. Niemand kann dir Verständnis geben. Jemand kann dir erklären. Aber erklärt was? Also Allah gibt dir Verständnis. Du hast auch die Instrumente dafür von Allah bekommen. Ja, also bedeutet As-Salam, das ist frei von. Und Al-Jannah heißt Darus-Salam. Paradies heißt das Haus von As-Salam. Warum? Weil Al-Jannah lahum Darus-Salami inda Rabbihim. Wallahu yad'u, Allah ruft, Allahu yad'u ila Darus-Salam. Also das Haus Allah subhanahu wa ta'ala. Manche Gelehrten sagen hier, das Haus von As-Salam, das Haus von Allah. Manche Gelehrten haben das gesagt. Und diese Bedeutung ist richtig, wenn du das liest. Weil Allah heißt As-Salam. Aber viele Gelehrten sagen, das ist Dar der Frieden, frei von Fehler. Das ist das Haus der Vollkommenheit. Das ist das Haus der Vollkommenheit. Der Mensch ist vollkommen, der schläft nicht. Er wird nicht geärgert. Er ist nicht traurig. Er schwitzt nicht. Er wird nicht, also nichts wird ihm schmerzen. Also bedeutet er hat das vollkommene Leben. Auch die Früchte vom Paradies sind vollkommen, nicht wie die Dunya, weil ich habe gesagt, dass die Früchte von der Dunya ist ein Beispiel, ein Teil der Vollkommenheit. Damit du das verstehst. Hier, ich mache hier eine Klammer auf. Allah subhanahu wa ta'ala. Viele fragen, warum hat Allah Adam raus aus Paradies? Warum? Wären wir jetzt im Paradies? Das ist eine Frage. Was ist die Weisheit dafür, dass Adam lebt in diesem Dunya und auch sein Nachwuchs, sein Enkel, wir jetzt? Warum leben wir in der Dunya? Diese Dunya ist nicht unser Haus. Wir waren im Paradies. Du siehst, wann die Dunya ist. Du siehst, der Mensch, was er macht. Der Mensch ist gierig, der Mensch ist Verbrecher, der ist Dieb, der stehlt, der lügt. Er macht alles kaputt auf dieser Erde, obwohl Allah hat uns alles erschaffen, wo jeder lebt in seiner Würde,
Sein Versorgen ist vollkommen auf Erde. Aber die gierigen Dummen, das sind Dummen, das sind nicht Leute, die intelligent sind. Die denken, sie sind intelligent, aber sind nicht intelligent. Deshalb, du siehst, was gibt es in der Dunya, was gibt es? Das ist Haus der Prüfung. Warum? Was ist die Weisheit dafür? Du sollst wissen, dass der erste Eintritt ins Paradies ist nicht wie das zweite Eintritt. Der erste Eintritt ist nicht wie zweite, jetzt wenn du zurückkommst. Adam kommt zurück ins Paradies, er schätzt das vollkommen. Adam, er hat die Gegenteile erlebt und gespürt. Er hat Schmerzen, Hunger, Durst, Traurigkeit, hat geweint, viele Sachen hat er erlebt in der Dunya. Wenn er reinkommt ins Paradies, er schätzt das. Er schätzt das, weil er die Gegenteile gesehen hat. Das ist eine große Weisheit. Das ist. Aber wenn du kommst ins Paradies, ohne in der Dunya zu leben, du schätzt das nicht. Aber du denkst nach über Dunya, Tagen, wo du kein Geld hast, wo du arm warst, wo du krank warst, wo du Schmerzen, wo viele Sachen dir in dieser Dunya nicht gefallen. Aber du kommst rein und du siehst das vollkommene Leben dort. Das ist eine große Weisheit, ist das. Deshalb, das ist das Haus von Salam. Wallahu yad'u ila dar Salam. Hadith vom Prophet, Allahumma ente Salam, wa minka Salam. Das ist Salam in sein Wesen, ist Salam, auch seine Tat ist Salam. Allahumma ente Salam, wa minka Salam. Von dir kommt das Salam. Deshalb, das Übel wird nicht so Allah hinzugefügt. Das haben wir schon erklärt. Schau jetzt in Bezug auf dich. Schau jetzt auf Gesundheit und Krankheit. Was ist mehr? Gesundheit oder Krankheit? Du sagst, ich lebte Gesundheit mehr als Krankheit. Krankheit ist Ausnahme. Hunger oder satt sein. Ich lebte satt sein mehr als Hunger. Durst auch. Schmerz auch. Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Al-Khair verbreitet auf dieser Erde. Das haben wir schon mal erklärt. Und dieser Übel kommt in dem, wo Al-Khair nicht mehr anwesend ist. Dann kommt Schar. Schar ist eine unexistierende Sache. Übel ist eine unexistierende Sache. Sie wird definiert nicht in sich selbst. Zum Beispiel, was ist Dunkelheit? Dunkelheit ist Abwesenheit von Licht. Ja? Aber Licht ist eine existierende Sache. Wird nicht definiert gemäß Dunkelheit. Nein, die braucht sie nicht. Aber Dunkelheit, ja. Krankheit. Was ist Krankheit? Krankheit ist die Abwesenheit der Gesundheit. Und so mit allen Sachen, die dich stören. Das ist As-Salam. Allahumma anta As-Salam wa minka As-Salam. Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tahiyyatulillah, tayyibat. Inna Allah huwa As-Salam. Prophet sallallahu alaihi wasallam. إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله الصلوات طيبات السلام عليك أيها النبي سلام أوخ سلام أنزغ بغريسون سلام سلام عليك بغريسون إن und auch im Gebet wir begrüßen auch سلام عليك تسليم heißt das Salamu alayka ayyuha an-nabi. Also wir begrüßen den Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das ist unsere Halaqa für heute. Wir haben heute den Namen Salam behandelt. Also versucht jetzt, wenn wir jetzt nach Ramadan diese Serie zu hören. Und das ist keine Serie,
nur einmal zu hören, sondern muss man studieren diese Serie und auch praktizieren in seinen Ibadat, auch in der Rezitation von dem Koran. Wenn man den Koran rezitiert, muss man richtig schauen. هو الغفور الرحيم هو العزيز الرحيم وهو التواب الرحيم وهو اللطيف الخبير وهو الخبير وهو خبير بما يعملون بما يعملون خبير ها موس مان ناخدن das ist ein Mittel Koran تفكر zu machen in Koran das ist ein Mittel. Ja, man soll überlegen, immer nachdenken, gemäß was man gelernt hat. Erstmal diese Bedeutungen verinnerlichen, wissen, danach praktizieren, während man Koran rezitiert. Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch, 26. Ramadan. Morgen ist 27. Heute ist eine ungerade Nacht. Morgen kann sein, dass Al-Eid Sonntag, inshallah. Das bedeutet, wir werden morgen, inshallah, ein Dars halten. Wenn ich das mache, dann sage ich es vorher. Und dann Freitag. Letzter Tag ist Freitag, inshallah. Freitag, das ist unser letzter Halaqa in diesem Monat, inshallah. Und danach, nach Ramadan, schauen wir, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten, unser Fasten, unsere Gebete annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Iman stärken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala al-Ummah leicht machen, unsere Erleichterung geben. Möge Allah al-Ummah die Erleichterung geben und sie stärken. Amin. Subhanakallah wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa anstaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.